Landwirten Gespräche führen müssen, damit wir zu den Flächen kommen, um das Rückholbecken zu machen und Betriebe anzusiedeln. Und das sind halt Landwirte, das sind aus Überzeugung Landwirte, das ist zu respektieren und ich ziehe sogar meinen Hut davor, dass es Menschen gibt, die sagen, mir ist die Landwirtschaft das wert, ich möchte das erhalten. Und Gott sei Dank sind sie aber trotzdem gesprächsbereit gewesen und gehen jetzt in den hinteren Bereich. Das heißt, auch dieser Ausgleich ist geschaffen. Das heißt, wir haben nicht alles, was möglich gewesen wäre, zum Industriegebiet gemacht, sondern wir haben eine gute Lösung gefunden und es bleibt da in der Mitte, jetzt mindestens einmal für diese Generation, wo dieser Landwirt es dort betreibt, diese Grünfläche erhalten. Oder diese Landwirtschaft, sage ich mal so. Das war das, was ich noch sagen wollte. Und dann möchte ich aber jetzt nicht versäumen, weil es heute wirklich ganz stark um Bau- und Raumordnung geht. Ich möchte die Gelegenheit auch nutzen, wenn wir vorher schon begonnen haben, damit, dass wir verdienstvolle Persönlichkeiten ehren, die viel für diese Gemeinde getan haben, die jetzt alle nachvollziehen können, was das für eine Arbeit war, was von außen vielleicht schwerer sichtbar ist, möchte ich es trotzdem nicht versäumen, mich auch bei allen anderen zu bedanken. Das ganze Jahr über, wir haben ein reichhaltiges Angebot vom Kulturausschuss, der hervorragende Arbeit, vom Kinder- und Jugendausschuss, vom Sportausschuss, wir haben eine Sommerbetreuung über viele Wochen, damit alle, die berufstätig sind, das nutzen können. Das macht dieser Ausschuss mit den Jürgen. Wir haben einen Sozialausschuss, der sich um die Leute kümmert, einen Umweltausschuss, einen Wirtschaftsausschuss. Wir haben einen Prüfungsausschuss, der zwar, und das ist auch so ein Zeichen für mich, der zwar von meiner eigenen Fraktion jetzt aufgrund dieses Kuriosums, dass quasi die Ewi, dass wir da jetzt intern auch getauscht haben, Vizebürgermeisterin ist, aber eins kann ich euch sagen, mein eigener gibt mir im Prüfungsausschuss mehr Gas, als es vorher je gewohnt war. Das heißt, es ist ein gedeihliches Miteinander im Prüfungsausschuss und auch in allen anderen Ausschüssen und im Gemeinderat. Dafür sage ich ganz groß Danke und möchte jetzt einsteigen in den Punkt, der zum Schluss vielleicht noch am wichtigsten ist, nämlich zu den Fragen kommen. Und wer eine Frage hat, zu dem komme ich mit dem Mikrofon und meine Kollegen bleiben da oben sitzen. Und jetzt haben die noch am wenigsten gesagt, das heißt, ich bitte euch jetzt einmal Fragen zu beantworten. Der Herr Bauamtsleiter ist da, der Herr Raderschütz ist da. Wer eine Frage hat, zu dem komme ich und dann werden wir versuchen, gemeinsam alle diese Frage zu beantworten. Warum schon? Okay, ich habe nur an den Herrn Peter Raumann und eine Frage, gibt es auch ein Licht, ein gesetztes, ein Lichtkonzept gibt für einen Ort? Weil seit wir das kennen haben oder so, schaut das für die aus wie der Himmel über Berlin, wenn man von der Elisabethstraße herunterschaut. Das ist so cool. Also gesetzliche Regelung ist mir nicht bekannt. Ich glaube nämlich, dass das in Liebach eine Frage werden wird in Zukunft. Es ist unglaublich, was an Lichtemission da ist. Ja. Danke für diesen Beitrag. Das heißt, es gibt ein englisches Wort für dieses Lichtproblem. Das ist die Light Pollution, also eine Lichtverschmutzung. Deswegen sehen wir keine Sterne. Der Herr Raderschütz nickt, erkennt das ab. Deswegen, es gibt schon Städte, die um 10 Uhr in der Nacht, 11 Uhr in der Nacht das Licht dimmen bzw. abschalten. Es gibt sogar Straßenzüge, wo man die Laternen, also jede zweite Laterne abschaltet in der Nacht. Das ist ganz was Tolles. Das machen wir mal, gell, Stefan? Jetzt sehen Sie, wie es mir geht, gell? Also jede Idee wird sofort aufgegriffen und zumindest einmal wird darüber geredet. Bitte schön. Ich möchte dich fragen, warum Sie das D-Stück gemacht haben in die Flurgasse. Wir haben in der Früh 80 Autos, die da durchfahren und am Abend wieder. Jetzt ist es noch besser zum Einfahren in die Flurgassen. Warum hat sich das so verbreitet? Die Einfahrt. Verkehrssicherheit. Aber die Frage muss ich jetzt den Günther aus technischer Sicht einmal beantworten. Ja, aber die dort wohnen, sollten eigentlich auch aus und reinkommen. Dafür ganz kurz, Frau Hatzmann, Folgendes. Zum einen ist das Thema gewesen, dass man von der Flurgasse nicht rauskommt. Man sieht nicht raus, das heißt, man hat keinen Sichtwinkel und die Problemstellung ist ja grundsätzlich bestanden. Und zum Zweiten ist das Problem angestanden,
dass jetzt durch den Ausbau der Bundesstraße oder die Sanierung der Bundesstraße versucht sein soll von Seiten der Gemeinde, dass die Kreuzungen nach Möglichkeit alle winkelrecht eingebunden werden, damit die Fahrzeuge dann nicht in einem schrägen Verhältnis, so wie teilweise in der Flurgassen und da vor allem drüben am Mühlbach, dass diese Straßen winkelrecht einbinden, damit das Fahrzeug winkelrecht zur einbindenden Straße steht, damit der Sichtwinkel nach rechts und links ziemlich gleich gegeben ist. Und durch das Ausbauen des Geh- und Radweges dort auf die 3 Meter Tiefe ist beiden Dingen dann geholfen. Das heißt, es wird dann der Sichtwinkel Richtung Graz, der zwar nicht unbedingt so relevant ist, aber doch auch gegeben ist, der wird entsprechend erweitert durch die Tiefe des Radweges. Und Richtung Volzberg ist es dann sowieso kein Problem. Wenn ich das vielleicht noch ergänzen darf, wenn ich schräg zu einer Straße komme, und das ist dort der Radweg, das kommt der Fahrradfahrer, der ja stehen bleiben müsste, der herkommt, dann sehe ich ihn natürlich viel später, als wenn ich so hinkomme. Also es sind schon viele Überlegungen, das ist wie gesagt eine Vorgabe. Ja, wir haben aber es fußt in dem gleichen Problem, das ich ganz am Anfang angesprochen habe, Würde in der gesamten Flurgasse, Würde, wie es gesetzlich vorgegeben ist, von der Hans-Dahlhammer Straße, dort jeder die 30 fahren, dann würde dort auch keiner fahren, weil dann wäre der Weg viel zu lang. Das Problem ist, wir können nichts anderes machen, als hin und wieder darum bitten, dass dort die Polizei steht und das kontrolliert, wie schnell gefahren wird. Und auf der zweiten Seite, und das tue ich in jeder, und ich glaube, jeder von uns als politische Vertreter in seinen Fraktionen nach oben hin, dass sie uns endlich wieder die Berechtigung geben als Gemeinde, dass wir Geschwindigkeitsmessungen durchführen. Es ist nicht erlaubt, das haben sie uns vor ein paar Jahren, weil jemand geklagt hat, irgendein Bürger in Österreich, ich weiß nicht mehr, wer es war, und seitdem dürfen wir es nicht mehr. Ich kann aber nicht ein Radargerät, das geeicht ist und das immer genehmigen lassen muss, um 80.000 Euro kaufen und in der Flurgassen, in der Birkenstraße, ich könnte jetzt wahrscheinlich 30 Straßen aufstellen, wo alle Leute das wollen, weil das Problem besteht nicht nur in der Flurgassen, ich kenne das Problem. Das Problem ist, ist mir völlig bewusst und ihr habt das mal schon oft gesagt und wir denken ja auch drüber. Wie gesagt, ich kann nicht ein Gesetz, das einzuhalten ist, noch mehr als es zu kontrollieren ist. Es würde dort keiner fahren. Eine Straße ist eine, wo keiner fahren darf, aber das kann uns der Herr Bauamtsleiter jetzt sicher bestätigen, dass es nicht mehr so leicht ist wie damals eine an einer Straße zu verordnen. Dadurch, dass wir jetzt künftig eine Umfahrung haben werden, und das habe ich euch auch gesagt, wenn wir unten, nein, nicht die Umfahrung ins Ortsgebiet, die will ich ja nicht, aber wenn ich unten die Zufahrt zum Sportzentrum über diese Straße, die ich euch vorher gezeigt habe, ausgebaut wird, dass ich unten die Sache erreiche von Lannach, dann habe ich eine Möglichkeit, dass ich es wieder versuche, beim Land anzusuchen, ob wir in der Flurgasse was zusammenbringen, weil ich weiß, dass es dort besonders schwierig ist. Aber ich muss zuerst die noch Vorarbeit leisten und dann kann ich es versuchen und ich kann euch aber nicht garantieren, dass es mir genehmigt wird. Der Liebhocher, da wird er nicht nach Lannach, Richtung Lannach fahren und hinten wieder rüber. Da fährt er ja dann 3 Kilometer Umweg. Er wird aber auch nicht durch die Flurgasse fahren. Aber wie gesagt, diese Frage, an die denkt man ganz, an die denke ich ganz speziell und deswegen bitte ich euch um Geduld und auf die Jänner-Sitzung zu kommen, weil das mit den Eisenbahnüberführungen und Unterführungen zusammenhängt. Wenn wir diese Lösung mit der GKB zusammenbringen, dann wird es dort eine bessere Lösung geben. Ja, das hat natürlich aber auch feuerwehrliche Gründe, weil natürlich will jeder, der dort wohnt, dass auch ein Feuerwehrauto hinkommt. Mir ist das Problem bewusst, wir suchen auch eine Lösung und wenn es rechtlich eine Lösung gibt, die wir machen dürfen
dann wird es dort eine Lösung geben. Okay? Ihr müsst mir nur noch die Zeit geben, dass wir jetzt, es hängt zusammen mit den Eisenbahnkreuzungen, es hängt zusammen mit der neuen Straße ins Sportzentrumsgebiet, damit wir dort eine Lösung finden, damit es besser wird. Von den Zügen her so einen Lärm, dass du denkst, der fährt bei dir durch. Wir haben nirgends von der Autobahn haben wir so viel Lärm, dann haben wir vom Zug so viel Lärm, da gibt es für uns noch keinen Schutz. Haben wir gar keinen Schutzband oder was weiß ich was. Günther hilft dir jetzt hier. Bürgermeister hat. Ja, der Zug fährt voraus. Das ist, ja, ist schon klar. Aber nur, das ist so, der Bürgermeister hat es ja vorher im Eingang schon erwähnt, dass die GKB bis 2022, 2025 elektrifiziert wird. Das heißt, das wird ja jetzt auch bei der Bahn selber, es werden die Schwellen ausgetauscht. Es kommen andere Schwellen, die sozusagen besser gelagert oder gummigelagert sind, also auf diesen Betonpolstern. Und da wird es sicherlich eine Verbesserung geben, aber ich glaube, der wesentliche Beitrag wird dann sein, wenn die Anlagen elektrifiziert sind. Jetzt machen wir einen Themenwechsel, bitte. Ja, der Themenwechsel, der kommt jetzt. Und zwar mit unserem schönen neuen Damm gibt es hinten Flächen, die offensichtlich Gemeinde oder öffentliches Gut sind. Und da gibt es jetzt so schöne orange Tafeln, dass das Betreten verboten ist. Jetzt werden da Grünflächen. Und warum ist das? Also die Grünflächen sollten nicht. Ja, es geht darum, die Dammanlagen, durch man der Dammkrone ist eine Auflage nach dem Hausrechtsbescheid, das ist sozusagen damals festgelegt worden, dürfen nicht befahren, nicht begangen werden. Also, darum sind die Schranken rechts und links eingerichtet worden. Also das ist die Staubfleckenkommission, die damals da in der Veranstaltungshalle gedacht hat. Also die hat uns Auflagen aufgedruckt, das ist so. Und darum sind auch die Tafeln nicht der Form eingerichtet worden, damit es, wie es immer so schön heißt, dem Gesetz entsprochen wird. Aber warum und warum ich da jetzt nicht rüberlaufen darf und bei einem anderen Becken darf ich durchlaufen? Also, es ist aber die Dammkrone betroffen und es wird von mir sicher dahingehend argumentiert werden, dass wir die Polizei sicher nicht auf die Dammkrone zum Kontrollieren schicken, sondern in die Flurgasse. Alle Anlagen. An jedem Weg steht verboten, verboten, verboten. Das ist ja leider, ja. Aber das sind auch Haftungsrichtlinien, die halt auch dort vorgegeben sind. Die Tafeln stehen dort. Wie gesagt, also von der Gemeindeseite werden wir niemanden hinschicken, sondern wir werden schauen, dass die gefährlichen Straßen eher kontrolliert werden. Wo ist die nächste Frage? Ich hätte eine Frage, und zwar Verkehrsaufkommen. Wenn jetzt ein Sportplatz gebaut wird, das vermehrte Aufkommen Autos, wo wird das hingeleitet, wie wird das kommen, kommt es in die Hitzendorfer Straße, wie geht es dort weiter? Zweite, wie schaut es aus bei den Bauträgern, zum Beispiel Kobotweg, kommt die Fläche vor, wird jetzt auch verbaut, Kinderspielplätze. Haben wir in Liebach eine bei der Schule, der gar kein Gemeindespielplatz ist, und einen in der Dorfstraße. Wie schaut es aus, wie ist da die Zukunft? Ja, oder wie ist in der Zukunft geplant? Ja, Verkehr wird sich dort regeln und immer im Architekturwettbewerb Berücksichtigung finden. Es wird sicher eine Querverbindung zwischen Hitzendorfer und Dorfstraße geschaffen und es sind dort unten sicher jetzt schon 4 bis 5 Wege, die von verschiedenen Seiten hinaufführen werden. Aber unser Ansinnen ist es ja so, städtebauliche Vorgaben zu machen, was mit den Raumplanern abgesprochen ist, dass wir dort ein Konzept verfolgen, das dort wieder einen sogenannten multimodalen Knoten vorsieht, damit ich dort so viel wie möglich
autolose Bevölkerung hinbringt im Ortszentrum und deswegen jetzt im Vorfeld auch der Ausbau dieser, dieser Begleitmaßnahmen, damit eben der öffentliche Verkehr erreicht werden kann, der ja sehr gut ist. Und die Jugend, wir glauben es nicht. Ich weiß, wir sind in einem Alter, wir zwar, da ist es nicht so. Und für uns ist das Auto noch was, aber es gibt ganz viele junge Leute, für die ist das Auto nicht mehr das, was es einmal war. Und es gibt Zukunftsszenarien. In 20 Jahren werden wir auch nicht mehr mit einem Auto fahren. Da werden die Autos nämlich mit uns fahren. Da werden wir kein eigenes mehr haben, weil die Versicherung uns das gar nicht mehr zulässt, dass wir fahren dürfen. Aber das kann man mit Experten diskutieren. Und zu den Spielplätzen vielleicht ganz noch. Natürlich ist das Hauptansinnen, den größten Freizeitbereich, weil er wirklich ideal erreichbar ist. Und es gibt immer wieder Wünsche in jedem Ortsteil. Aber der Hauptanliegepunkt muss unten beim neuen Sport- und Freizeitzentrum auch sein. Auch deswegen, weil es leider auch jeder hätte gerne, solange er kleine Kinder hat. Und keiner morgen, wenn er keine kleinen Kinder mehr hat. Und dann hätten gern jeder weg. Und das ist ein Problem, das ich glaube auch immer weniger verträglich wird, obwohl es per Gesetz kein Kinderlärm, keine Belästigung ist, aber trotzdem will es keiner. Und trotzdem, wenn man was Gescheites Großes baut, wo es keinen stört, ist es glaube ich gescheiter, als du machst drei, vier kleine, wo es dann über die Jahre weg stört. Weil es schaut niemand, genau wie auf der Dorfplatzwiesen, natürlich wurde dort immer ein Kinderspielplatz im Flächenwidmungsplan eingetragen.